So, sind wir alle startbereit? Die Kamera ist alle auf Go. Läuft. Ja. Dieses Event wird präsentiert von Priavaris, Ihrem Leberfastenzentrum nach Dr. Worm in Schweigern-Niederhofen. Weitere Informationen unter www.priavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Castella Baukonzept, CIC Castella Immokonzept, Arta, Ihr Malerbetrieb, Hornung aus Heilbronn, Drive Legends, Premium Autopflegeprodukte, Fußball im BW und Johnny's Sportbar Schulgasse 3 in Heilbronn. Ein herzliches Willkommen hier in den Räumen unseres Hauptsponsors, der Firma Arta Hornung in Heilbronn. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer ersten Pressekonferenz begrüßen im Jahr 2018 zum Thema Red Devils Ringen, und ich möchte zu jedem Einzelnen begrüßen. Natürlich geht der Gruß an alle Vertreter der Medien und natürlich besonderer Gruß an unseren Hauptakteur heute, den Frank Stäbler. Frank, herzlich willkommen hier bei der Arta in Verbindung mit seinem Manager, dem Jens Zimmermann von 24 Passions. Jens, auch dir ein herzliches Willkommen. Und ich würde einfach sagen, ja, wir starten jetzt mal so mit einer losen Runde. Jeder darf heute sich gerne am Talk beteiligen, und freue mich auf eine angeregte Unterhaltung. Frank, was waren denn die Gründe für eine erneute Vertragsunterzeichnung in Heilbronn? Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Nee. Also für mich, nach dieser Entscheidung letztes Jahr hier an den Start zu gehen und mit einem sehr erfolgreichen Jahr, mit sehr, sehr viel Spaß und Freude und tollem Ringsport, habe ich natürlich auch für mich Revue passieren lassen, die ganze Saison. Und da legt man natürlich ab, weil viele Angebote reinkamen. Ja, ich sag mal, die Türen standen überall auch weit offen. Lege ich natürlich ab, wie war es, wo ich bin, wurden meine Erwartungshaltungen erfüllt, hat alles gepasst, hat die Mannschaft gepasst, hat das Umfeld gepasst, hat die Professionalität gepasst. Und da kann ich einfach nur sagen, Red Devils einfach einen geilen Job gemacht. Die Hallen waren immer voll, es war eine super Stimmung. Alles hat gepasst, von der Führungsriege über die Mannschaft, über die Leistung, über das Auftreten, über die Performance. Und habe dann gesagt, natürlich, ich muss verlängern. Und wir sind ein Stückchen früher ausgeschieden, als ich es mir erträumt hätte. Deswegen müssen wir das natürlich toppen. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss mindestens ein Jahr weiter verlängern und im Dienste der Red Devils stehen. Jens, wie sehr freust du dich über diesen Coup mit Frank, dass du noch ein Jahr oder eine Saison eingetütet hast? Ja, wir sind wirklich total happy und auch stolz, dass der Frank sich entschlossen hat, den Weg mit uns, den er jetzt eingeschlagen hat, fortzuführen. Und ist natürlich auch in der Außenwirkung für uns sehr, sehr wichtig. Deswegen auch dieses Jahr relativ früh, weil das einfach auch eine Signalwirkung mit sich bringen soll, wenn, ich sage jetzt mal, das Aushängeschild des deutschen Ringsports bei den Red Devils bleibt. Und war das natürlich für uns jetzt so die erste Aufgabe, das zu versuchen, so schnell wie möglich in trockenen Tücher zu bekommen. Deswegen sind wir heute da, und wir sind also sehr froh, dass wir hier ja, schon, denke ich, heute auch Vollzug melden kann. Und freuen uns jetzt einfach auf ein weiteres Jahr und denke auch, dass wir sportlich dann auch durch die Zusage von Frank sicherlich den einen oder anderen weiteren Top-Athleten zu den Red Devils locken können. Und deswegen war die Signalwirkung für uns heute sehr wichtig. Frank, wann hast du dich dafür entschieden, jetzt bei den Red Devils zu bleiben? Also war das gleich danach, nach der Saison, klar für dich, oder hast du da erstmal Also in einer laufenden Saison, da kamen die ersten Anfragen, mache ich prinzipiell keine Gespräche. Ich sage immer, solange die Saison noch läuft und wir haben uns in der Endrunde im Viertelfinale befunden, habe ich alles abgeblockt. Und danach kamen dann erstmal die ruhigeren Tage, die Feiertage, Weihnachten, wo ich ein bisschen zur Ruhe gekommen bin. Und dann haben wir am Anfang des Jahres die ersten Gespräche gleich aufgenommen und haben mich dann auch relativ schnell eigentlich sofort nach unseren ersten Gesprächen auch wieder dafür entschieden. Aber wie es Jens gerade auch schon gesagt hat, stehe ich natürlich im engen Kontakt mit meinen engsten Freunden aus der Nationalmannschaft und auch aus den Red Devils, wo mich da natürlich auch mehr oder weniger belästigt haben und jeden Tag gefragt haben, wie sieht es denn aus und bleibst und wohin wechselst du und wie können wir das machen und hin und her. Und deswegen war es schon wichtig, dass ich frühzeitig die Entscheidung jetzt gebracht habe, und daraus resultiert sicher, denke ich, die nächsten Wochen noch der ein oder andere Verbleib oder Zusage, und das ist natürlich auch eine Voraussetzung für ein weiteres
Top-Jahren der Spitze in der Bundesliga. Ja, weil wenn man so durchsieht durch den Namen, wer alles wieder dabei ist, gab ja Pressemitteilung, sind ja schon wieder viele dabei, die letztes Jahr mitgemacht haben, wo so im Kader waren. Ja, ich denke, da muss ich antworten. Genau. Also grundsätzlich ist natürlich unser Bestreben gewesen, dass wir so viele wie möglich von unserem Kader beibehalten können. Ich denke, das wird uns auch gelingen. Klar, der eine oder andere Abgang, der auch sportlich, sage ich mal, zu vertreten ist, ein Edgar Sever, der jetzt nach Mainz wechselt, natürlich dann auch in die 130-Kilo-Klasse. Da sind wir mit einem Eduard Popp eigentlich sehr gut vertreten, mit einem Heilbronner Eigengewächs. Und deswegen war natürlich auch hier die Entscheidung zu verstehen. Und von der Seite aus sind wir bestrebt, den Kader der letzten Saison beizubehalten und aber auch natürlich sehr gezielt auch zu verstärken. Also es ist jetzt nicht so, dass die Konkurrenz schläft. Wir müssen uns aufstellen. Wir wollen vielleicht dieses Jahr auch eine Runde weiterkommen. Das weiß man nicht. Mit der neuen Punkteregelung beim DRB haben wir da ein bisschen auch Dinge zu beachten, die nicht ganz einfach sind. Aber wie gesagt, ganz wichtig, eine frühe Planung und auch Planungssicherheit für die Athleten. Und das sind immer gute Dinge, dass die Mannschaft so im Gesicht beisammen bleibt. Sie hat jetzt mal gesessen. Ja, das war ein Dieb. Also jetzt ist ja noch eine Zeit lang, bis die Saison wieder losgeht. Was sind da noch zwischendurch so deine Ziele? Also eigentlich war von Beginn des Jahres die Europameisterschaft dieses Jahr mein Ziel, wo im März gesetzt war. Dann kam aber vor einem guten Monat in Russland wäre ich gewesen und Russland kam auf die glorreiche Idee, ohne das groß mit dem Weltverband abzuklären, die Europameisterschaft einfach mal zu verschieben, nach 7 Wochen nach hinten, Anfang Mai. Und das hat eine Problematik aufgeworfen, weil ich werde Anfang Mai Papa werden. Und das ist natürlich direkt in der Woche, 3 Tage vor der Entbindung, werden die Kampftage. Und jetzt nach ein bisschen hin und her überlegen, haben wir uns da geeinigt, hauptsächlich in Abstimmung mit meiner Frau und Familie, dass ich die Europameisterschaft absage und nicht kämpfe und bei der Geburt meines ersten Kindes sicher dabei bin, weil sonst wäre es unsicher gewesen. Und deswegen rückt das erste Highlight erstmal wieder ein bisschen weiter weg. Deswegen befinde ich mich momentan in einer extremen Grundlagenphase. Ich habe das erste Mal seit vielen, vielen Jahren nicht den Stress gleich wieder Leistungen bei einem großen Event bringen zu müssen, sondern wir arbeiten jetzt extrem im Grundlagenbereich. Gerade die neuen Regelwerke, wo man jetzt über 2 Tage kämpft, erfordert es auch, dass man da noch mehr Grundlagen, noch bessere Kraftwerte hat, um einfach das Level über 2 Tage halten zu können. Deswegen passt es ganz gut rein. Was momentan noch offen ist, der Termin, weil sich das alles einfach schon mal im Jahresplan ist, der Weltcup im Iran, wo das ein Teamwettbewerb ist und ich schiele mit einem Auge darauf, dann ins Ende Mai, Anfang Juni liegt, im Iran zu kämpfen. Aber ansonsten, die Jahre Höhepunkte, Highlights, steht fest, ein Turnier zum Test, das ist der Grand Prix in Dortmund und dann die Weltmeisterschaft Ende Oktober in Budapest und genau, da muss die Geschichte weitergeschrieben werden und das ist das ganz oberste Ziel dieses Jahr und danach ist alles ausgelegt. So, weitere Fragen von Seiten Funk und Fernsehen. War da alle Einzelgespräche? Auf die einzelnen Gespräche dann nachher, ja, okay. Ich glaube, es wird auf die Unterschrift gehabt, oder? Ja gut, die Unterschrift, wir wollten ja die Spannung noch ein bisschen rauszögern, ne? Also von dem her, ja, aber wenn da keine... Olaf, falls du da rauskaue, ja, ah, furchtbar. Ich denke mal, können wir natürlich auch gerne jetzt die offizielle Unterschrift starten. Jetzt hast du noch irgendwelche Dinge, die dich von deiner Seite aus? Na, man hat ja jetzt auch gerade wieder bei den Olympischen Winterspielen viel über die Doping-Problematik gehört und wie hart das System in Deutschland ist. Das hat der Frank gestern Morgen um 5.45 Uhr wieder erfahren dürfen. Was war da, Frank? Also eine witzige Geschichte, deswegen wollte ich es auch gerne jetzt erzählen. Ich hatte gestern um 5.45 Uhr hat es geklingelt in der Haustür und dann waren 2 Kollegen von der NADA da. Dopingkontrolle und war soweit alles okay und kein Problem, habe dann die Herrschaften reingebeten.
11 Minuten später hat es wieder geklingelt. Da kamen die nächsten zwei Kollegen, die waren außerordentlich angeordnet vom Internationalen Olympischen Komitee in Abstimmung mit der UWW, mit dem Weltverband, so eine separate Institution, wo auch eine Dopingkontrolle wollten. Da habe ich gesagt, ja Leute, so viel kann ich gar nicht trinken, was ihr von mir wollt. Und dann standen wirklich gestern Morgen um 6.04 Uhr Dopingkontrolleure in meinem Haus. Und dann gab es erstmal eine Abstimmungsproblematik, ja, wer darf jetzt? Und dann haben die untereinander ein bisschen gestritten, weil da geht es auch um Geld. Und dann die, wo zuletzt kam, zuerst kommen, mal zuerst, ja, hieß es dann, sind die wieder gegangen und ich musste zum Glück nur eine Probe abgeben, aber da habe ich wieder gedacht, okay, krass, Wahnsinn. Wer zuerst kommt, pinkt dann zuerst. Wie verfolgst du denn gerade die Olympischen Winterspiele? Ja, natürlich, gerade jede freie Minute, wo ich habe, bringe ich vom Fernseher. Habe jetzt über die ganzen Jahre, wenn man gerade auf Veranstaltungen ist, wie Sportler des Jahres, Ballsport, Champion des Jahres, dann lernt man sich untereinander extrem gut kennen. Und ich habe jetzt bestimmt 15 gute Freunde, wo jetzt momentan bei den Winterolympischen Spielen am Start gegangen sind. Einer darunter ist ein sehr guter Freund, Johannes Ritzig, wo auf meiner Hochzeit auch war, wo gestern. Vorgestern? Vorgestern. Sensationeller Olympiasieger werden konnte und der in 45 Minuten wahrscheinlich wieder zu Gold laufen wird. Und es ist natürlich toll, das mitzufiebern und das hält auch meine, dieser Olympic Spirit ist einfach da, wenn ich die Bilder sehe in Zeitlupe, die motivieren mich immer wieder, ist auch wieder ins Training zu gehen und diese Gänsehautmomente und das ist auch bei den Winterspielen unglaublich gut zu beachten und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige in dem Raum, der das so intensiv verfolgt. Du hast letzte Woche ein bisschen für Furore gesorgt mit einem Post, mit einer Aufforderung an Conor McGregor, doch gegen dich zu kämpfen. Wie kam es da dazu und wie war das Feedback, was du darauf bekommen hast? Ja, wie kam es dazu? Die Idee ist entstanden schon vor der Weltmeisterschaft. Weil, wo die Weltmeisterschaft in Paris war, hat Conor McGregor so eine Sensationsherausforderung an Mayweather. Die war 3 Tage danach. Und damals hatte ich schon überlegt, die Hintergrundinformation, der Superstar aus dem MMA kommende McGregor ist zweifacher Weltmeister in unterschiedlichen Gewichtsklassen, wo er einmalig ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt auch Weltmeister werde, in 2 unterschiedlichen Gewichtsklassen, haben wir erstmal die gleiche Voraussetzung. Und dazu sollte man noch wissen, dass sich MMA zusammensetzt aus Boxen, Kickboxen, Grappling am Boden, natürlich auch eine der größten Komponenten der Ringsport ist. Und da er sich dann im Boxen bewährt hat und gezeigt hat, er kann da auch mithalten mit den Besten der Welt, hat ihm nur noch diese Ringerkomponente gefühlt. Und da er sich in vielen Interviews der absolut größte Allrounder der Welt nennt, habe ich gedacht, okay, wenn ich auch Weltmeister werde und er im Boxen besteht, dann soll ich mal herausfordern. Natürlich ist die Sache zu 99% ein großer Gag gewesen. Ich habe für mich mal sehen wollen, wie die Sache ankommt, auch wie die Ringerszene, die Boxszene drauf reagiert. Ein Funken, 1%, sage ich mal, war auch Ernsthaftigkeit dabei. Wenn er die Herausforderung angenommen hätte oder noch macht, dann bin ich sicherlich auch nicht abgeneigt für einen Sensationskampf. Hier auch für mich wieder meine Philosophie durch solche Projekte, was auch jetzt ich am Feedback gemerkt habe, wo man auch einfach wieder schafft, die Sportart, wo ich am meisten liebe, den Ringsport aufs nächste Level zu bringen. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt, wo mich mit den Red Devils vereinen, weil hier ist einfach die gleiche Denkweise, die gleiche Philosophie. Man möchte den Ringsport voranbringen, man möchte neue Wege gehen und ich denke, diesen Weg gehe ich auch, bin ich auch gegangen und 70% positiv, 30% negativ, ja, aber wie sagt man, Bad News are Good News, hat auch, ich nehme das alles mit Humor und bin ja zufrieden, war eine witzige Sache für mich und das war es dann auch schon. Haben wir eigentlich das hier irgendwelche Projekte, wo man dich mal wieder im TV sieht? Irgendwie so Let's Dance oder Schlag den Hänsler oder Bachelor. Was weiß ich, was da so geht. Bachelor, The Bachelor. Adam und Eva nackt unter Palme. Beim Bachelor, ja, hat die Prinzessin zu Hause wahrscheinlich was dagegen. Aber es sind neue Anfragen da und es steht auch ein großes Projekt in Aussicht. Aber ist momentan noch nicht publik, aber wird die nächsten Monate, kann man sich auf was Neues freuen. Bin gespannt. Gut. Für den Dschungel bist du noch zu gut, oder? Der Dschungel wird nie in Frage kommen. Warum nicht? Die Anfragen waren auch schon da, aber es wurde von Anfang an gleich abgeblockt, weil ich für mich gesagt habe, das Projekt Big Brother war was Einmaliges, wo ich probiert habe, aber im Big Brother Haus konnte ich so sein, wie ich bin und auch wenn es im Endeffekt auch wieder vertreten worden ist, musste ich mich nicht verstellen. Im Dschungelcamp zu bestehen,
um dort weiterzukommen, muss man Dinge machen, ja, Schweinesperma trinken etc. Und ich bin zweifacher Weltmeister, ich definiere mich dadurch und nicht durch, durch solche PR-Geschichten. Und deswegen wird sowas nie für mich in Frage kommen. Weißt. Sehr, sehr positiv. Dankeschön. Ich würde auch nie hingehen und das nicht vielleicht. So, Jens, noch eine Frage. Du hast es vorhin angeschnitten. Du erhoffst dir natürlich durch die frühe Verpflichtung von Frankie weitere Top-Athleten nach Heilbronn zu holen. Wer spielt denn dir da so vor? Ein gut oberstes Ziel, wie angesprochen, ist natürlich, dass wir sagen, wir wollen den Kader der Nationalmannschaft, also ich spreche von einem Pascal Eisele, von einem Eddie Popp, unser Urgestein und auch eine sehr, sehr wichtige Figur hier bei uns im Sport. Das sind natürlich jetzt so die ersten Säulen, die wir versuchen zu verpflichten. Und dann gibt es, wie gesagt, durch diese Punkteregelung natürlich auch viele Sportler, die wir in dem Sinn ganz anders betrachten müssen. Durch diese Punkteregelung, jeder, der sich da vielleicht mal ein bisschen mit beschäftigt hat, das ist sehr, sehr schwierig. Ich sage jetzt mal, im Endeffekt ist es also wirklich so, dass du sagen musst, ein Ringer, der mit einem Punkt bewertet wird, ist im Moment interessanter wie ein Weltmeister, der aber dann 8 Punkte für die Mannschaft mitführt. Und da mal jetzt einfach so ein klassisches Rechenbeispiel. Man sieht es auch schon auf den neuen Lizenzen vom Ringerbund. Da wird es dann irgendwann mal da unten dann, sagen wir, so ein Punktesystem, da steht dann drin, wie viele Punkte der Athlet hat. Und mehr wie 28 darf man samstags nicht auf die Matte bringen. Also es gibt eine ganz schöne Rechnerei im Vorfeld. Das heißt auch Übung da für uns, dass wir ganz schwierig in der Kaderplanung, also wir haben ja auch mit Thomas Zander und mit anderen, die uns da ein bisschen unterstützen, aber es ist wahnsinnig schwierig, die richtigen Leute zueinander zu bekommen, die dann passen vom Punktesystem, ja, aber auch die Leistung und das Niveau für die Bundesliga haben. Und das wird sicherlich unsere Hauptaufgabe sein, aber ich meine, wir brauchen nicht drum herum reden, wenn man den Weltmeister in der Mannschaft hat, muss das Ziel sein, wieder ganz vorne mit anzugreifen. Aber uns sind in dem Sinne wieder die Hände gebunden durch den Verband und das müssen wir akzeptieren, auch wieder sportlich annehmen. Aber wie gesagt, die Top-Stars oder die Top-Leute, die wir letztes Jahr hatten, mit denen hoffen wir in den nächsten paar Wochen dann auch jetzt voll die Unterschrift zu bekommen. Nachdem wir natürlich jetzt auch mit dem Frenkie die Signalwirkung, die ich mir erwünscht habe, setzen können, bin ich da guter Dinge. Wieso sagst du gerade das Punktesystem? Was hältst du persönlich von diesem Punktesystem? Also, du bist ja auch Fußballer so ein bisschen. Stell dir mal vor, wir würden in der Bundesliga ein Punktesystem einführen. darfst du überhaupt was sagen? Weil man ja gesehen hat, wenn man ein bisschen von dem Ding abweicht, gibt es ja hohe Strafen. So die alte Mannschaft zum Beispiel, ja, die hat ja jetzt auch durch diese Eigenständigkeit ziemlich was abgekriegt. Nee, was hältst du von dieser Punkteregelung? Ist das gut, diese Gleichstellung? Oder? Also gut, das Punktesystem in dem Sinn ist also definitiv so, dass ich sage, das ist ein Konstrukt, das man grundsätzlich überdenken muss, ja, wo man sagen kann, da steckt auch sehr viel Vernünftiges mit da drin. Aber für mich war jetzt das Problem, wir sind ja letztes Jahr in die Bundesliga gekommen, wollten uns beweisen, haben uns bewiesen. Jetzt bekommen wir hier wieder ein ganz klares, eine ganz harte Aufgabe. Und es ist natürlich von der Seite aus nicht so leicht damit umzugehen. Das Punktesystem nach meiner Meinung zum Beispiel in einer zweiten Bundesliga, ja, wäre das sehr, sehr angebracht und da würde ich es auch sehr begrüßen und auch unterstützen. Aber in der ersten Bundesliga ist einfach so, da möchten die Leute neben einem Frank Stäbler auch einen Weltmeister aus Russland oder aus der Türkei sehen dürfen. Und wenn die halt dann 8 Punkte haben, wird das immer relativ schwierig. Und vor allem hätte ich mir gewünscht, dass wir dieses Punktesystem vielleicht auch so über Jahre einführen, dass wir sagen, wir beginnen dieses Jahr mit 32 Punkte. Ja, damit kann man auskommen, da könnte man auch noch der eine oder andere Topstar verpflichten und macht dann jedes Jahr einen Punkt weniger und wir hätten uns jetzt ein bisschen darauf einstellen können. So hat es geheißen, nächstes Jahr 28 Punkte, lebt und sterbt damit. Ja, also ist relativ schwer, damit umzugehen. Auf der anderen Seite ist es ja so, weil viele haben sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, ich glaube letztes Jahr war ja nur ein Kampf, wo wir die 28 überschritten hätten, oder? Alle anderen waren ja im Rahmen. Ja, in der Vorrunde, sage ich mal, in der Vorrunde ja, aber in der Rückrunde
war es definitiv nicht so. Und vor allem in den Endkämpfen. In den Endkämpfen, wo dann, ich sag mal, auch der Fand und auch Pascal Eisele gerungen haben, hätten wir die 28 Punkte in dieser Form locker geschafft. Nicht halten können. Ja. Also da hätten wir die überschritten Von dem her ist natürlich jetzt auch so, dass wir natürlich weiterhin auch versuchen, die Eigengewächse, die wir haben, ist jetzt auch die oberste Aufgabe von uns, die sogenannten Minus-Zwei-Ringer, Eduard Popp, der Gott sei Dank auch Welt- und Bundesliga-Niveau hat, dessen Eigengewächs ist, wird bewertet mit Minus-Zwei. Solche Ringer sind natürlich jetzt Gold wert. Ja, also das ist natürlich von der Seite aus schon irgendwo schwierig, da eine ordentliche Balance zu finden. Kriegen wir noch. Die Herausforderung hat aber jede Mannschaft, deswegen sind die Karten dann neu gemischt. Ich finde es ein bisschen schade, weil da ist am Schluss doch nicht so die Top-Leute, weißt du? Also es scheinen halt viele Top-Sportler schon im Viertel-Halbfinale aus irgendwie. Gut, das ist ja auch. Aber weißt du, weil sie nicht gebündelt sind, weil sie nicht bündeln kannst. Einer, der sagt, ey, wir engagieren uns da richtig stark, hat nicht die Möglichkeit, irgendwo dann auch die Leute zu holen. Das ist ein bisschen eine Gleichmachung. Mit dem System muss man auch erstmal schauen, wie sich die Saison entwickelt. Da kann man, glaube ich, ganz schwere Voraussagungen treffen, weil keiner weiß, wie verhält sich, ist ja schon ein Verletzungsfall, wie viele Jugendliche bringst du. Vielleicht wird eine Mannschaft, wo im Augenblick gar nicht so, mit der man rechnet, aber mit diesen neuen Regelungen einfach dann stark auftritt. Köllerbach zum Beispiel, neuer Geheimfavorit, unglaubliche Jugend, hat am meisten Eigengewächse drin, die starten halt mit minus 12 Punkte, können sich noch viel auch Weltmeister dazu holen. Ist eine ganz andere Ausgangssituation. Da muss man mal schauen. Vielleicht hier zu sagen, beim Deutschen Ringerbund, wie du es schon angesprochen hast, die Denkweise geht in die richtige Richtung. Damit wird man gezwungen, über die nächsten Jahre viel in die Jugend, auf die Nachwuchsarbeit den Fokus zu legen. Was man vielleicht mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl angehen hätte können, ist im ersten Jahr vielleicht 32 Punkte, im nächsten 30 und in 3 Jahren 28, dass man sich so anpassen kann, ranführen und nicht gleich. Wie jetzt nicht gleich Leute wegschicken muss. Red Devils, erstes Jahr Bundesliga, im zweiten Jahr kommt der nächste Hammer mit der Regelung. So ein extremer Schlag ist. Aber so ist es jetzt, neue Herausforderung, muss man das Beste draus machen. Oder baut man da nicht vielleicht irgendwo sogar mehr? Oder braucht man da eigentlich mehr Leute, um beim Kampftag flexibler zu sein? Zu sagen, Mensch, gegen den stellen wir was anderes und hat eigentlich einen größeren Kader wie vorher. Ja, das muss man noch austüfteln. Ich denke, da werden auch viele Jugendsportler wieder eingesetzt oder vielleicht auch geopfert, ja? Wenn also der 15-Jährige mit minus 2 Punkten in der Mannschaft aufläuft, aber dafür mal wieder dann 2 ausländische Weltmeister bringen kann, da würde viel gerechnet werden. Also ich denke, so viel Rechnung wie in der kommenden Saison hat es noch nie gegeben. Und es ist eine neue, spannende Situation auch. Aber man kann nicht sagen, wie es läuft. Aber du kommst schon mit minus 2, machst du auch minus 4 im Kampf, weißt du? Richtig. Unter Umständen, also das musst du natürlich auch eingehen. Nee, wird spannend. Also schade ein bisschen. Topstars habe ich dann schon gern. Du vielleicht eine Frage? Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum offiziellen Teil. Bevor wir den offiziellen Teil starten, hätte ich noch gern einen schönen Trailer. Vielleicht kannst du unseren Trailer, unseren aktuellen neuen Red Devils Trailer einstellen. Are you ready? Showtime.